Oh, ein Ei. Schauen wir mal, was das ist. Ach, Skorgler. Ich kann Glück mit den Eiern. Obwohl jeder zurzeit Gratine und Lavita schlüpft. Aber zum Glück wurde gerade eben erst so eine Statistik veröffentlicht über die Eier und wie oft was schlüpft, und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, gerade leider enttäuschend ein Skorgler geschlüpft aus dem 10 Kilometer Ei. Was echt traurig ist, vor allem bei mir, weil ich nicht so oft schlüpfe, aber wie ihr hier sehen könnt, habe ich 18 Kilometer Eier am Start, die werden demnächst mal geschlüpft. Aber bevor wir die schlüpfen und wahrscheinlich noch mehr leiden werden, schauen wir uns die Statistik an, und zwar von The Silk Road. Die haben um die 6000 Eier geschlüpft vor dem Event, also nicht vor dem Event, vor Gen 2. Und danach ungefähr 3000 Eier. Und da haben die mal ein paar Statistiken aufgeführt. Und die haben sogar die Eier in 4 verschiedene Level-Stufen unterteilt. Kommen, also häufig, ankommen, also mittel, rare und ultra rare. Also selten und sehr selten. Das schauen wir uns mal jetzt genau an. Da haben wir erstmal vor Gen 2, danach wurden ja die Eier rotiert und die Verteilung wurde geändert, also erstmal vor Gen 2, könnt ihr hier sehen, häufig, gehe ich mal schnell durch, Raupi, Honlio, Habitak, Rattan, Sandan, Nidogan männlich, Nidogan weiblich, Zubat, Megaplar, Pagas, Mauzi, Anton, Quapsel, Knofensa, Tentacha, Kleinstein, Ponita, Krabi, Goldini, Stendu und Carpador. Kommt hin, also eigentlich alle Sachen, die man nicht haben will, eigentlich nur der Müll. Wobei Kleinstein und Megaplan nicht schlecht sind. Und Carpador eigentlich. Dann ankommen, Starter-Pokémon, Bisasam, Glumanda, Shigi, Pikachu, Vulpix, Pummeluff, Blutzug, Dicta, Mankey, Fukano, der war nicht schlecht, Abra nicht schlecht, Machaulo nicht schlecht, Flagmon, Magnetilo, Dodo, Mushas, Nebulak, Traumato, Voltoball, Owl war nicht schlecht. Dragosso, Brihon war nicht schlecht, Sepa und dann Evoli, der ja vom 10 Kilometer Ei kam. Rare, Pipi, überraschend, Jurab auch sehr überraschend, Onyx, Tangela, der war echt selten, Sichlor, Rosana, Electek, Magma, Pinsir. Dann Ultra Rare, Lapras, ich habe bisher noch keinen geschlüpft, Ergodactyl, ich kenne viele, die haben immer noch keinen, zum Beispiel die Jungs. Schlurp, sehr selten. Tatis letztes Pokémon aus Gen 1, das ihm gefehlt hat. Gratini, klar. Kabuto, Smogon, überraschend. Glaxo, ich habe bisher immer noch keinen geschlüpft. Kigli, Nocturne, Slimer, stimmt. Janerga, Ammonitas und Porygon. Den habe ich bisher immer noch nicht geschlüpft aus dem 5er. Das war das Generation 1, bevor Generation 2 kam. Ganz interessant. Könnt unten in die Kommentare schreiben, ob das so stimmt. Ob ihr das auch so nachempfunden habt. Also auf den ersten Blick kann ich so bestätigen, dass die unten echt selten waren und die oben andauernd geschlüpft worden sind und die in der Mitte halt ab und zu halt, also sieht stabil aus. Jetzt das Interessante, Gen 2, wie sich alles geändert hat. Dratini und Lavita sind häufig. Ich lese die ganze Zeit in den Chats, dass irgendwelche Leute Dratinis und Lavitas schlüpfen. Und anscheinend stimmt das auch, ist das jetzt so. Hat ja auch, er schlüpft nur noch Dratinis, so wie er davor nur Galaxus geschlüpft hat, obwohl der Ultra Rare war und immer noch ist. Schauen wir uns kurz die Liste an. Da haben wir bei Common wieder Rattan, Sandan, Nidogan weiblich, Nidogan männlich, Pagas, Anton, Quapsel, Tentacha, Kleinstein, Ponita, Krabi, Goldini, Stendu. Sehr interessant, Dratini bei häufig, Natu, Felino, Tanzer. Und Funfi, was sehr überraschend ist, weil ich habe noch keinen einzigen Funfi, den bräuchte ich sogar noch. Dann ankommen immer noch die Starter, Vulpix, Megaplar, Dicta, Fukano, Abra, Macholo, Flegmon, Magnetilo, Mushas, Sterndu, nicht Sterndu, Nebulak, Traumato, Voltoball, Owei, Dragosso, Rion, die davor auch, genau dieselben. Neu, Sichlor, Evoli, die Baby-Pokémon, Pichu, Pi, Fluffeluff, Togepi, Griffel. Skorgler, den wir gerade geschlüpft haben, echt traurig, dass er mittelmäßig ist. Schneckmark, Mantax, Damniplex, Gabautz, kann ich bestätigen, habe schon zwei von denen. Cosilla, Elekid, Magpie und sehr überraschend Lavita, bei relativ häufig. Dann bei Rare, immer noch Europe, immer noch Onix,
Janerga, immer noch Tangela, Pinsir, Voltilam, ist interessant, Mogelbaum und Remoroid. Dann Ultra Rare, super selten, immer noch Slimer, Schlurp, Smogon, Lapras, Porygon, Kabuto und Ammonitas, immer noch Aerodactyl, Galaxo, von der Gen 2, Yanma, Traumvogel, wohin genau, Gigafarek, Dumiesel, Baldorfisch, Potrot, Sneebel, Panzeragon und Miltank. Was ziemlich gut ist, weil die will man eigentlich nicht. Also ist es gut, dass die seltener kommen und nicht so häufig. Also man will eigentlich nur einen. Falls man nicht schon einen gefangen hat, dann will man eigentlich gar keinen von denen. Und je unwahrscheinlicher es ist, die zu bekommen, desto besser für uns. Und Gratini und Lavita sind die, die man eigentlich haben will aus den Zehnern. Und dass die häufig und relativ häufig sind, ist halt richtig krass. Das war's von der Liste, also da haben die noch ein paar Sachen geschrieben. Also das war's von der Liste. Da gab's noch ein paar Sachen mit. Also das war's von der Liste. Fand ich sehr interessant. Ich werde jetzt demnächst mal meine 8 Kilo. Ich werde demnächst jetzt meine 18er Kilometer ja schlüpfen für euch. Mal schauen, eigentlich wollte ich das Geld sparen für neue Kleidung, für die Klamotten und so, aber schauen wir mal. Es scheint sich ja zu lohnen, wenn Dratini und Lavita so häufig sind. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, ob ihr das auch bemerkt habt. Habt ihr in letzter Zeit viele Dratinis, viele Lavitas geschlüpft? Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, was ihr alles so geschlüpft habt. Sonst wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.